Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin der Onkel und wir wollten jetzt eigentlich zu dem Haus. Aber was zum Fuck ist dieses Vieh dort? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen soll. Der wird mir aber auch nicht rot markiert, dass ich den irgendwie aufpassen soll. Vielleicht ist das ja einfach bloß ein Jäger oder irgendwas. Aber was war das? Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt zu dem Haus und wollen mal gucken, ob das da für Monster sind in dem Haus. Ich würde halt aber auch brennend jetzt interessieren, was das für ein Typ war, der da. Also mein Champion hat doch gerade wieder kräftig vibriert. Wo ist der hin? Wow. Was passiert hier? Was jetzt, du Stück Dreck? Wow, Level 20, was ist das denn? Ein Waldschraf. Alter, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Wow. Level 20, da wollen wir uns nicht anlegen, oder? Wollen wir uns mit dem anlegen? Wollen wir es mal probieren? Aber Level 20 ist schon ein bisschen heftig, ne? Wow, okay, da macht ja. Ja, da guck dir das Vieh mal an. Wir ziehen dem gar nichts ab, Alter. Nichts. Wenn wir schnell sind, auch doch ein bisschen haben wir ihn abgezogen. Okay, der hat noch mehr drauf als nur. Boah, wir werden so sterben, Alter. Boah. Wow, 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 wow. Ei, 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 ei. Ja, so kann man aber besiegen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber es funktioniert. Alter Schwede. Wow, 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 wow. Wow, fuck. Warte mal, wir brauchen. Ich brauche unbedingt was zu fressen in meinem. Ja, hier unten. Soll ich jetzt. Ich will doch. Wow, Alter. Wir haben nicht mehr getroffen, verdammt. Alter, wie der aussieht. Oh, Alter, was ist denn jetzt los? Warum sinkt meine Energie so? Ich bin vergiftet, verdammt.
Ich bin vergiftet. Uiuiui. Boah, ist das ein Drecksvieh. Okay. Boah, weg hier. Dieses miese kleine. Ein langer Kampf, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Mann. Ich glaube, ich muss mich selber vergiftet haben mit dem scheiß Tränken. Oh, weg hier. Weg. Alter. Ah, ein Wolf. Komm her. Oh, der Wolf hat mich einmal gebissen. Dieser kleine Drecksackswolf. Oh Mann. Das war ein ganz, ganz böser Wolf. Ein ganz, 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 ganz böser Wolf. Ein ganz, 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 ganz böser Wolf. Okay, also den Waldschrumpeldumpel, den lassen wir mal in Ruhe. Ja, weil den, ne, habt ihr gesehen, was er macht. Wir hatten eigentlich schön unter Kontrolle, bloß ich glaube, ich hatte den letzten Schlag 1:4 angesetzt, wo er dann den Wolf losgelassen hat. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, ich war wieder mal zu übereifrig. Ich glaube fest dran, dass wir besiegt hätten. Aber ich will jetzt zu dem Haus hin. Ich möchte gerne erfahren, was da für ein Monster sich rumtreiben soll. Beziehungsweise welche Monster. Ich kann mir mal vorstellen, dass das wieder bloß ein Ghoulnest ist oder ein Neckar oder so. Obwohl Neckar sind ja auch gar nicht so, ne, zu verachten. Das wissen wir ja auch schon. Ja. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Laufplätze. Ach Leute, ey. Was? Komm her, Pferd. Das hat sich selber verpackt, ich glaube es nicht. Das ist ja komisch gemacht. Komm her, Buggy Ferdi. So, dann jetzt wollen wir mal abziehen zu der alten deren Haus. Was denn jetzt nun? Ein Waldschraf. Genial. Haben wir wieder eine neue Art. Hä? Böses Viech gesehen.
Wald rumrennt. Und so unbedingt begegnen möchte ich dem... Ach, da war doch hier irgendwo. Ja, der war doch hier hinter dem Baum, oder? So ist gut. Hier waren die alten Wölfe. Und irgendwo hier ist dieser... Ja, wir sind jetzt noch 150 Meter entfernt. Ich will nämlich jetzt nicht über den Weg laufen. Ich muss aber hier lang laufen, oh Mann. Mann, ey, so ein Drecksack, ey. Und dann diese blöden Geräusche überall. Er scheint mich in Ruhe zu lassen. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Jo, dann müssen wir mal hier wieder töte die Monster im Anwesen. Falle. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Was jetzt? Bewegung. Ich sollte die Ohren offen halten. Es raschelt. Da drüben. Sollten vielleicht einfach in ihr Haus gehen, alles klauen und dann, Das Rascheln kommt aus der Scheune. Denn hier. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Wir wissen, dass der an der Scheune ist. Aber wir möchten gerne erstmal den Rest holen. Erstmal. Treppe runtergefallen. Keine Zeichen von Monstern. Entweder halluzinieren die Leute hier oder es hat ihnen jemand Angst eingejagt. Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. So, noch mehr. Ein Stolperdraht. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Wo? Ein Stolperdraht. Krasse Scheiße, obwohl ich ein Dings anhalte. Was haben wir denn hier schon wieder? Krass. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Na, die Scheune, wenn da steht, dass es ein robuster Scheunenschlüssel ist, dann nur so die Scheune rein. Oh, hier ist noch mehr. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Wir werden erstmal dieses Kaff durchsuchen.
Lauf da rum. Ich bleibe jetzt mal absichtlich in diesem... Buch? Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier geht was anderes ab. Ich wusste doch, irgendwie hat das was an sich, ja, dass das... Buch. Wir haben jetzt das Tagebuch. Religion oder Leben. Schauen wir denn hier, Herrin des Waldes, die Götter haben uns verlassen, die Mächtigen der Erde kümmern unser Schicksal. Ich glaube nicht, dass das das ist. Ich glaube eher, dass das hier mit drunter ist, oder? Hier, Tagebuch der Loyos Rückkehr. Drittens, dritter Ferdin. Die heißen Sommertage dieses Jahr, die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfte mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern vom niedrigen Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihnen gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Ferien. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben mit anderen Leuten. 43. Fein. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen. Irgendwo in der Nähe von Gorswalen. Eine Jagd brauchte ihn in unserem Gebiet. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. 15. Lammas. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick. Und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. Lamas, 18. Lamas, keine Ahnung. Ich habe Humbert von Rotelig und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn von Gegenteil überzeugen. 21. Lamas, Humbert bleibt unerbittlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Wie kann man denn? Okay, also das Geräusch kommt immer noch von da. Wir waren jetzt hier am Haus. Vielleicht sollte ich aber die Fallen gar nicht entschärfen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Hm.
wo kann ich denn... Okay, mach noch die Falle aus. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. So, meine lieben Freunde. Und was sich hinter dieser Tür verschwindet, befindet, das erfahren wir morgen. Ja, okay, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, ich freue mich schon auf morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen, in welche Richtung der geht. Das ist euch überlassen. Und wenn ihr ein bisschen auf unserem Kanal, auf unserem, meinem Kanal rumstöbert und euch vielleicht noch was gefällt und ihr länger bleiben wollt, dann könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und wenn eben nicht, dann eben auch nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Ciao.